Auf dem Weg von Trier nach Lützeburg war ich froh, das Monument bei Ehl zu sehen zu kriegen. Ich wusste ja, wie raffiniert die Ahlen hier boten und Denkmäler zu setzen wussten. Humor aber lieber gleich all die erbärmlich heiß hier rundherum weggedurrt. Und recht du hattet für mich um richtig Platz gestanden. Die Musel läuft gleich drauf vorbei, gegenüber läuft die große Wasser, de Soar, an sie ran. Das hin und her vom Wasser und der Truppe-Rob vom Gelände, was viel Grins überall, geht laut dem Erg etwas Liebes und Würdiges. Das Monument selber ist so etwas wie ein plastisch aus Sternen abgebauten Obelisk. Hier geht er geschickt und kunstvoll übereinander gesatten Etage von innen und Urven bis hin an der Spitz, wie mit Lähen besaat, gerade so wie die Schuppe von einem Fisch, mit der Kugel, als Schlang und einem Adler an der Luft opiert. Es wäre nicht schlecht, wenn ein Ingenieur den Krieg an die Gehen verschlägt und eine Zeit lang festhält, sich die Arbeit machen, die da Dinge mal richtig auszumessen. Wenn ihn zeichnen kann, könnten es auch die Figuren und den vier Seiten, so gut wie man sie noch erkennen kann, überliefern und erhalten. Ich habe schon viel traurig Obelisken ohne Bilder gesehen, die zu meiner Zeit abgestaltet sind. Dabei hat bestimmt kein Monument gedurrt. Das sie auch schon aus einer später Zeit, aber man wollte wohl immer schon die eigene Existenz mit all ihrem Trimrim und alles dat, was dabei so noch gemacht wird, der Norwelt möglichst genau erhalten. Hier stehen sich Mam und Pap, Matthias Kanner gegenüber. Man ist zusammen an der Familie, aber dat denn, der so bild zu Siegfried auch weiß, wo vierte Leute gut gegangen ist, ziehe belurdene Pferde um Wasser vorbei. Man sieht, wie Geschäftscher gemacht gehen und wie gehandelt gehen ist. Eigentlich also ja das Militär, das für sich und die eine Leute da das Monument abgerät hat, für damals zu zeigen, dass man damals wie heute auch noch auf so einem Platz etwas zustande bringen kann. So in der ganze Spitzbau aus schweren Sandstellen quadern einfach so ob und übereinander zusammengesagt und da noch die Bilder wie aus dem Fels rausgehauen. Dass das Monument schon mehr wie ein Jahrhundert überstanden hat, ergibt sich sicher aus so einer gründlich abgebauten Anlage. Ich konnte mich den schönen und nützlichen Gedanken nicht lang hingehen. Ganz nah dabei, als man nämlich am Macher ein allerneues Theaterstück geburte ging. Hier sind ich auf einen Chor von Emigrierten gestoßen, zu denen nur lauter adlig Leithirn, meistens waren das Ludwigsritter. Die hatte kein Diener und noch kein Knecht bei sich, so musste sie ich und ihr Pferd das selber versagen. Manche einen hund ich mit Pferd und Wasser fuhren oder beim Schmied Hale gesehen. Gekommen ihr Kontrast dazu, hat man die Großwissgeburten, die mit vielen Kutschen über Lourdes war. All die Leute waren mit hier Frauen, Liefjern, Kannern und Verwandte gleichzeitig ugerickt. Gerade so, wie wenn sie hier im inneren Widerspruch zu dem Zustand, an dem sie gerade waren, der ganzen Welt zeigen wollten. Auf dem Weg vom Macher nach Trier war nicht mehr von der eleganten Wagenburg zu sehen. Verlost durcheinander und abgewühlt und die Sticker da gelehnt. Die Sonne hat voll im Himmel gestanden und die Gegend beschienen, wie man nächste Ehler soll, grad so wie der Leuchtturm nur im Schiffmann entgehen kommen as. Vielleicht hun echte Kraft von der aller Zeit noch nie so gespielt wie bei dem Kontrast. Das Monument hat sicher schon mehr wie ein Kriegszeit gesehen, aber all die dichtig Leidungsleute gehen nicht hun da noch, dach noch ein bisschen mehr glücklich zur guten Zeit erlebt. Der 24. Oktober hat mein Kumpel mich bei dem Trierer Domherr in der Brut. Die Krankheit, die sie all hatten, hat ich auch gekriegt. Dafür musste ich immer mal Medizin schlecken und mich ein bisschen schonen. Während den ruhigen Stunden und ich mal gleich ist all das viel geholt, was ich mal bei der Ehler soll, abgeschrieben hat. Ich hat gespielt, dass hier Leben und Tod, alles, was bei also dat wird recht kommt, gegenübergestalt genoss und sich ineinander, so dass jeder das versteht, auch gleich nicht abgehoben geht.
Es war die Art und Weise von den Aalen, die sich noch lang genug an der Kunstwelt erhalten hat. Das Monument wird 70 Fuß hoch sein. Es geht über verschiedene Etagen von innen nach oben. Zuerst kommt der Innergrund, ob dem der Sockel, dort drüber der Hauptsach, oben drüber ein halbfehen Absatz mit dem Giebeldreieck und zuletzt die Spitz, die sich wie ein Schlange rundherum nach oben wickelt. Dort drüber sieht man, was von einer Kugel und einem Adler nach übrig ist. Jedes Teil ist mit Billen und Zierrat geschmückt. Ich war es zu sehen, was die Leute damals gemacht haben. Ich getraue mich aber nicht, alles zu erklären. Auf einer Platz sieht es aus, wie wenn Geschäftsleute zusammengekommen wären, für miteinander zu verhandeln. Man sieht vollbeludene, mit Delfine geschmückte Schiffe, die vom Land aus von Pferde gezogen gehen. Auf anderer Platz sieht man, wie die Sachen umkommen und genau in der Sicht gehen und was dabei sonst noch Menschliches und Natürliches vorkommt. Den 29. Oktober konnte ich mich mit meinem jungen Kumpel mehr wie einmal über Wissenschaft und Becher innehalten. Er wusste auch viel von der Stadt und der Gegend drumherum zu erzählen. Beim Spaziergang, et wieder war ja noch einigermaßen, konnte ich immer etwas lernen und mir die wichtigste Sache behalten. Die Stadt hat einen auffallenden Charakter. Sie behauptet, sie hätte mehr geistlich Boten wie irgendein anderer Gnasengroßstaat. Das kann man hier auch kaum abstreiten, weil sie handelt in viele Kirchenmauern, von Kapellen, Klostern, Konventen, Kollegien, Ritter und Priesterhäusern, Baal erdrückt und außerhalb der Stadt von Abteien, Stiften und Kartause blockiert, ja richtig belauert geht. Da zeigt auch der geistlichen Abfluss vom Erzbischof, den hin Fulei aus Hutt und der Wederen rundrim geht, zu seiner Diözese hier ja nach Metz, Toul und Verdun. Auch seinem weltlichen Regiment fehlt es nicht an schönem Besitz. Der Kurfürst von Trier, als ob den zwei Seiten von der Mosel her über ein extra schönes Land. Auch Trier selber fehlt es nicht an Palästen, die zeigen, dass der Staat zu verschiedenen Zeiten von Leihos immer schon weit und breit her war. Den Ufang von der Stadt verliert sich am Dunkeln. Die Schägehend hat bestimmt schon Friede Leid ugelagt. Die Treverer haben Ufang zum römischen Reich hier. Zuerst waren sie Heiden, dann noch Christen. Später haben die Normannen und die Franken sie überwältigt. Zuletzt erst das schöne Land an das römische Reich kommen. Ich wünsche mal den Staat zu einer besseren Jahreszeit und am Frieden noch einmal zu sehen zu kriegen. Es wäre schön, die Leute, von denen man schon immer gesagt hat, sie wären freundlich und lustig, besser kennenzulernen. Von dem ersten spielt man aber ein bisschen, von dem zweiten kaum mehr etwas. Wie sollte man bei so einem widerwärtigen Zustand auch noch gut gelaunt sein? Wie ich gesehen habe, dass sie sich bei der Abfahrt von Trier um die kranken und abgeschlagenen Reiter gekümmert haben, als mir der Gedanke kam, es wäre wohl am besten, ich steht mich um einen Ausweg auf dem Wasser bemühen. Mein Chäs und ich gar nicht gern zurückgelassen, die wollten sie meiner Koblenz nachschicken. Und haben an Aachen mit dem Mann gemiet. Wie wir angestiegen sind, hund ich mir all meine Sachen quasi viel gezählt. Das hat mir gut Gefühl gehen. Ich hatte ja schon mehr wie immer gemeint, sie wäre mal verloren gegangen oder sie könnte mal verloren gegangen sein. Bei der Fahrt also auch noch ein Offizier von der Preisematt gefuhr, den ich von früher her nach Kanton. Ich habe mich gleich und hin als Diener erinnert, den hat sein Zeit im Hof nach gut am Korb. Da hätte er meistens den Kaffee serviert. Das Wetter war einigermaßen die Fahrt auf dem Wasser ruhig. Ich habe das noch viel mehr gespielt, wie ich gesehen habe, dass die Kolonnen auf dem Land, nur um Wasser, von Zeit zu Zeit immer näher stehen bleiben und warten mussten. Schon am Dreh hat man sich darüber beklagt, dass es bei dem Plotterickmarsch die größte Schwierigkeit wäre, Quartier zu finden. Die Dörfer, die eigentlich für das Regiment reserviert waren, wären meistens schon besaat gewesen, dadurch gäbe es immer Großschwierigkeiten und durcheinander. Die Aussicht auf das Land von der Mosel vorbei war während der Fahrt für mich noch mehr wie interessant. Die Mosel läuft ja gerade wie sie will, von Südwest nach Nordost,
wobei sie von einem Bockeli in Terrain schikaniert geht. Für weiter führen zu kommen, muss sie sich mal links, mal rechts, wie ein Schlang, immer näs in der Ärgerem drücken. Für da hell durchzukommen, als auch ein dichter Schiffsmann hegst nedig. Esen hat Kraft und Geschick bewiesen. Ob einer Platz wusste geschickt, im Kissbank rumzurenken, ein bisschen weiter rob konnte die Strömung für ein Flottfahrt im Ried auffallende Fels rum keen ausnutzen. Die viel darf auf den zwei Seiten humer gut gefallen, die Wingerten hun überall sauber gepflegt und gelehn. Und all dem konnte man sehen, dass sich das lustig Musselvolk viel mehr gehen heute gute Saft hinzukriegen. Jede Sonne in Himmel war ausgenutzt, man ist über die Gehfelsen gewonnen, die als bis an Wasser raubkommen. Wo die Felsen am weitsten viel springen, wussten die Stärk mit den Trauben noch am allerbesten. Wir sind bei einer kleinen Wirtschaft gekommen, wo ist ein Allwirtsfrage gern ugeholt hat. So hat sich gleich über all den Ärger mit den Emigrierten beklaut und hin all Beses von der Welt gewünscht. Sie hat sich, so hat sie gesagt, Hanna Hieratek, manchmal geschuddert, wie die gottvergessene Leid sich das Brot, Kugel und Stückchenweise in den Korb geschmissen hätten. Sie und ihr Dienstmädchen hätten nicht noch her mit Tränen an den Ahnen erst zusammenkehren müssen. Und so ist es mit gutem Klick und Mut immer weiter den Muselraubgang, bis es dunkel ging. Wie Hunis mit den Ecken, mit denen der Musel sich in den Bergen von Montreal rundträgt, sozusagen verwickelt gesehen. Danach, als es nur ging, nach immer nach Trabach kommen sind oder es auch nur von weitem hätte sehen können. Es ist stark däster ging. Man war inzwischen mehr oder weniger gehe Bergen angezwängt wie ein Gewittersturm, den sich schon vorher immer mal als Stäßen angekündigt hat, so richtig mit Schmackes ständerlich zu blasen angefangen hat. Mal als das Wasser gegen die Luft hechkommen, mal sind einzelne Luftstöße mit Päfen und Rauschen ob is Rob gefallen und hun im is Rimm gepaff. Ein Well nur der andere als über is Nache geschlagen, man sind durch und durch nass gehen. Isem Schiffsmann war doch nicht mehr egal, es hat ausgesehen, wie wenn immer gefährlicher gäf, je länger es gedauert hat. Aber is es recht richtig emmes gehen, wie den dichtige Mann gesagt hat, dass er nicht mehr wisst, wo er wäre und auch nicht, wohin er fuhr sollt. Den Offizier hat schon überhaupt nicht mehr gesagt. Ich selber war einigermaßen ruhig und hun alles auf mich zukommen gelassen. Rundrin war alles dunkel wie Matzen an der Nuert, plus manchmal habe ich gemeint, dass ich immer mal etwas noch mehr Dästeres, nicht ein bisschen mehr Dunkles wie den schwarzen Himmel gesehen hätte. Das hat ich aber kaum gedreht und hoffe gelassen. Das Gefühl, zwischen dem Land und den Felsen angespart zu sein, hat sich immer mehr breit gemacht. Und so sind wir am Dees dann eine ganze Zeit lang hin und her geschmissen, bis wir zuletzt weit viel raus ein Liedchen gesehen haben und damit auch nicht so ein bisschen hoffen konnten. Da sind wir so weit wie möglich drauf zugestellt und gerudert, wobei mein Diener Paul mit aller Kraft matt gemacht hat. Zuletzt konnte man an Trabach glücklich u Land gehen. An der einfachen Wirtschaft tun sie ihren Hähnchen mit Rees ugeburden. Ein gut ugesehene Geschäftsmann, denn hier in hat das frim Leid, also a dunkler und stürmiger nur u Land kommen sind, hat is matt a sein Haus geholt. Da haben wir a schöne mit viele Kerzen zurechtgemahten hellen Zimmern, schon bald mit Tränen an den Ahren gesehen, dat unter wenn englisch-schwarz Kunstblätter aggeräumt in a Glas abgehangen waren. Ganz anders, das wie all dat, wat wir vielher matt gemacht hatten. Den Herr und die Frau nach Jungleit waren eifrig bemüht, is etwas Gutes zu tun. Wie hun is de beste Musselwensch machen gelos, wobei sich den Offizier, den et sicher ja auch am nächsten hat, dabei am meisten holle konnt. De Paul hat mir han noch gesagt, den hätt schon der Rock und die Stiefeln ausgedungen hat, für wenn wir innergang wären, dass man ihn mit Schwimmen hätte retten können, wobei hin sich sicher nur allein durchbohrt hätte. Kaum hat er mich getrickend und ein bisschen erholt, hat ich schon keinen Ruhe mehr und wollte gleich weiter. Der freundliche Wirt,
wollte ich es nicht gehen lassen. Er hat gemeint, man müsste wenigstens den nächsten Tag noch zugehen. Er hat auch nach der weitest und schönsten Aussicht über die ganze Gegend von dem Berg auf der anderen Seite und noch viel anderes versprochen, wo man es erholen und ablenken konnten. Das ist schon klar angeriet, wie sich der Mensch in einen ruhigen Zustand gewinnen kann und dabei bleiben will. Genauso könnte man sich auch in einen unruhigen Zustand gewinnen. Ich habe schon gespürt, dass ich gleich weiterkommen müsste. Dagegen konnte ich nicht mehr kommen. Gerade wie wir schon fort wollten, hat uns der gute Mann gnädig zwei Matratzen zu holen, für das wir auf dem Schiff wenigstens ein bisschen mehr Kamut hätten. Die Frau hat sie es nicht so gern gehen. Was man hier, weil sie nach Nei und Schien und der Stoff aus Flanell war, gut nicht verdenken konnten. Und so geht es oft, wenn man akquadiert geht, dass bald den einen, bald den anderen von den Leiden dem aufgetreckten Gast mehr oder weniger gut will. Bis Koblenz sind wir ruhig weiter den Muselraub gefahren und ich erinnere mich genau, dass ich zuletzt das schönste Naturbild gesehen habe, was man bis dahin vielleicht für mein A gekommen ist. Wie wir auf der Muselbrick zugefahren sind, hat uns der schwarze, große, nur gewaltige Bau für den A gestanden. Durch die Brick geboren durch, haben wir die anderen Booten am Dall der Hanna gesehen. Über die Brick weg konnte man gegen den blauen Himmel das Schloss Ehrenbreitstein sehen. Rechts gleich der Hanna der Brick, haben wir dafür auf den Start sehen können. Das Bild hat uns aber nur für einen Moment Spaß gemacht, weil wir gleich danach ugelurt haben. Die Matratzen, die nicht passiert war, haben wir mit der Firma, die die Trabacher ist, gesorgt hatten, es zurückgeschickt. Den Herzog von Weimar hatten sie ein schönes Quartier reserviert, wo auch echt gut innerkommen sind. Seine Armee ist noch und noch umgekommen, die Diener von dem fürstlichen General sind auch nach noch gekommen und konnten nicht genug von dem Unheil erzählen, was sie mitgemacht hatten. Wir waren froh, dass wir uns für die Fahrt über das Wasser entschieden hatten. Der glücklich überstandene Sturm war für uns nur ein viel kleiner Übel, wie wenn wir die überall behinderte Reis um Land gemacht hätten. Mein Fürst war auch schon gekommen. Im Königsrim hat viel generell rim gestanden. Mir selber als beim Spaziergang um Rhein all das, was ich während den letzten Wochen erlebt habe, noch einmal durch den Korb gegangen.